Jo meine Freunde, was geht und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video, endlich mal wieder hier auf diesem Channel. Und zwar werden wir heute auf die dunkle Wahrheit über Germany's Next Topmodel reagieren. Ich bin sehr gespannt, was da dahinter liegt. Original ist immer unten in der Bio und wundert euch nicht, falls ein bisschen was anderes ist. Ich hoffe, euch gefällt es dennoch. Abonniert den Channel gerne, lasst ein Däumchen oben da, schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Wir sehen uns hoffentlich irgendwo dort, aber starten wir jetzt mal rein. Seit einigen Wochen läuft nun die 16. Staffel der Castingshow Germany's Next Topmodel. Die selbsternannte Model-Mama Heidi Klum ist mal wieder auf der Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands und die Quoten sind so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Allein die berühmt-berüchtigte Umstyling-Folge hatte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von fast 23%. Und zwei Gewinner stehen von Anfang an fest, nämlich Heidi Klum und ProSieben. Auf jeden Denn Fall. Die machen mit der Show eine ganze Menge Geld. Seit ihrem Start vor 15 Jahren wurde die Sendung allerdings auch immer wieder heftig kritisiert. Denn für viele Zuschauer, ehemalige Kandidatinnen Horror, das gefällt mir auf jeden Fall. Und sogar Jurymitglieder geht die Show mittlerweile viel zu. Mal sind wir uns mal ehrlich, wer macht mit, um dort wirklich Model zu werden? Also nicht die meisten, denke ich mal. Also es glaube ich, gehen wenig Models hervor aus der ganzen Sendung, also vielleicht 5 oder so. Weit. Immer wieder kommen Details aus der Produktion ans Tageslicht, die wirklich schockierend sind. Ein Grund mehr, mal einen Blick hinter die Kulissen der Castingshow zu werfen und euch die dunkle Wahrheit über GNTM zu zeigen. Dabei die geht dunkle es nicht Wahrheit. Nur ich bin um sehr die gespannt auf jeden Fall. Verträge, die die Mädchen unterschreiben müssen, sondern vor allem auch um die perfiden Psychospielchen und die knallharten Regeln, an die sich die extrem jungen Kandidatinnen halten müssen. Welche krassen Auswirkungen diese auf die Teilnehmerinnen haben, erfahrt ihr hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche Kandidatin euch in guter Erinnerung geblieben ist. Wir sind gespannt. Beginnen wir zur Wiederholung nochmal mit dem Grundkonzept der Show. Die Teilnehmerinnen treten mit verschiedenen Aufgaben gegeneinander an. Sie müssen über den Laufsteg schreiten und vor Kameras posieren, immer beobachtet von Heidi Klum, die am Ende jeder Folge entscheidet, welche Kandidatinnen eine Runde weiterkommen. Im Prinzip hat sich dieses Konzept über die Jahre nicht verändert. Doch wer genauer hinschaut, der erkennt, dass sich die Castingshow schon längst zu einer reinen Reality-Show entwickelt hat. Das Thema Modeln ist komplett in den Hintergrund gerückt. Stattdessen dreht sich alles. Ja, ähnlich wie bei DSDS, muss man auch sagen. Ich meine, ja, ich weiß nicht, man ist halt selbst schuld, wenn man da mitmacht. Um das Zusammenleben der Kandidatinnen und um die Konflikte, die sie miteinander austragen. Generell ist das zwar nicht sonderlich verwerflich, wäre da nicht die Tatsache, dass sich die meisten Kandidatinnen dieser Tatsache nicht bewusst sind und mit solchen Drucksituationen aufgrund ihres sehr jungen Alters nur schwer umgehen können. Hinzu kommen die Psychotricks, mit denen die Macher noch mehr Konfliktpotenzial heraufbeschwören. Besonders in diesem Jahr sind die psychologischen Tricks besonders hart. Während in den vergangenen Jahren nur die Top 15 oder sogar noch weniger Mädchen zusammen in die Model-Villa zogen, sind es in diesem Jahr gleich 25 angehende Models, die auf engstem Raum wohnen und sogar gemeinsam in einem Zimmer schlafen müssen. Dabei werden sie rund um die Uhr von Kameras gefilmt und sind noch nicht mal im Schlafzimmer unter sich. Auch Kontakt zu ihren Familien und Freunden. Das erinnert ja schon ein bisschen an Big Brother oder so, ich meine. Alter, ob das sein muss. Ist strengstens untersagt. Stattdessen müssen sie schon zu Beginn der Dreharbeiten ihre Handys abgeben. Viele ehemalige Teilnehmerinnen berichten sogar, dass sie nur einmal in der Woche Kontakt zu ihren Familien und Freunden aufnehmen dürfen und auch dann nur für maximal 5 Minuten. Und auch dabei werden sie natürlich gefilmt. Das ist ja intime Momente mit der Familie oder kritische Gespräche über die Produktionsbedingungen sind dabei natürlich unmöglich. Stattdessen sind die jugendlichen Teilnehmerinnen vollkommen auf sich allein gestellt und abgeschottet. Doch es geht noch perfider, denn die Produktion lässt offenbar nichts unversucht, um in der Gruppe für Ärger zu sorgen. Angeblich soll es von bestimmten Lebensmitteln extra zu wenig geben, damit es unter den Teilnehmerinnen automatisch zu Streit kommt und auch die Zigaretten sollen strengstens rationiert sein. Ein weiteres Gerücht macht allerdings fassungslos, denn eine ehemalige Teilnehmerin vermutet, dass die Produzenten sogar die Temperaturen in den Räumlichkeiten manipulieren würden, nur um die Kandidatinnen mürbe zu machen und zusätzlich zu reizen.
Außerdem sollen ProSieben-Mitarbeiter Streitsituationen extra provoziert haben, indem sie falsche Tatsachen behauptet hätten. Alter, das ist auch im Sprechzimmer habe die Produktionsfirma immer wieder polarisierende Aussagen gemacht, um die Kandidatinnen zu Lästereien zu bewegen. Diese Aussagen würden schließlich beliebig zusammengeschnitten, ohne dass die Kandidatinnen darauf einen Einfluss hätten. Denn in den berüchtigten GNTM-Verträgen würden die Bewerberinnen ihr komplettes Recht am Material abgeben. Vanessa Tamkan, die es 2019 sogar bis ins Finale geschafft und dann doch... Also zu verschenken, ja, es ist... Nein, also ich weiß nicht, das ist so billig schon machen. Freiwillig ausgestiegen ist, machte der Produktionsfirma kürzlich heftige Vorwürfe. Denn offenbar gab es zwar am Set psychische Betreuung, doch die sei ziemlich unzureichend gewesen. Statt den Teilnehmerinnen zu helfen, hat der Psychologe am Set offenbar alles noch viel schlimmer gemacht. Auch Teilnehmerin Liana Kagwa, die im letzten Jahr viel Kritik einstecken musste, erklärte, dass sich die Situationen durch den Psychologen sogar noch verschlimmerten. Sie bereut laut eigenen Aussagen die Gespräche mit dem Psychologen und erklärte sogar, dass die Zeit, in der GNTM ausgestrahlt wurde, die schlimmste Zeit in ihrem Leben gewesen sei. Es habe sie psychisch total kaputt gemacht und ihr die Lust am Leben genommen. Auch im Nachhinein habe sich niemand von der Produktionsfirma bei ihr gemeldet, obwohl sie sich sogar mit heftigen Drohungen gegen ihr Leben auseinandersetzen musste. Und wer glaubt, dass Modelmama Heidi Klum immer ein offenes Ohr für die Sorgen der jungen Kandidatinnen hat, absolut, den müssen wir leider enttäuschen. Angeblich ist es den Kandidatinnen strengstens verboten, mit dem ehemaligen Victoria's Secret Model zu sprechen, solange die TV-Kameras aus sind. Alter, was ist das denn? Ist sie Gott oder was? Kommen wir nun zu einem anderen Thema. Und zwar zum Thema Diversität, aber genauso die ich das seit einigen Jahren immer wieder in der Show propagiert wird. Und tatsächlich hat sich seit der ersten Staffel von GNTM im Jahr 2006 viel getan im Diskurs über weibliche Schönheitsideale. Kurven, unterschiedliche Körperform oder auch vermeintliche Makel aller Art, die im Zuge der Body Positivity-Bewegung allesamt als gleich schön angesehen werden sollen, sind immer mehr gefragt. Auch Heidi Klum inszeniert sich in der Show als Botschafterin für Diversity, wie sie immer wieder betont. Natürlich. Und tatsächlich scheint sie und die Produktion in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf Vielfalt gelegt zu haben. Es gibt kurvige, kleine und große Frauen, sowie Kandidatinnen mit raspelkurzen Haaren, Braids, Narben und sogar eine Kandidatin mit einer Behinderung. Bei näherer Betrachtung bleibt allerdings ein ziemlich fader Beigeschmack. Viele Zuschauer und auch ehemalige Teilnehmerinnen werfen der Show nämlich Fake Diversity vor. Die ehemalige GNTM-Kandidatin Jana Heinisch war in ihrem Podcast zum Beispiel der Meinung, dass diese Vielfalt nur... Aber nur Front oder so, aber es reden immer nur Leute, die nicht gewonnen haben. Entweder dürfen die Gewinner nicht reden oder so, aber... ein Deckmantel sagt. Ich will jetzt nicht statt Diversität sagen oder so. Auch wirklich zu leben, würde sie den Zuschauern auf dem Silbertablett serviert werden. Das Anderssein würde immer wieder zum Thema gemacht, um bessere Quoten zu generieren. Teilnehmerinnen mit besonders tragischen Lebensgeschichten, wie die 19-jährige Sulin, die aus Syrien flüchten musste, oder Dasha, die das Opfer von Mobbing wurde, würden immer wieder von ProSieben für gute Quoten instrumentalisiert. Auch hier zeigt sich mal wieder deutlich, dass GNTM eine reine Unterhaltungsshow ist, bei der es mehr um die Geschichten der Mädchen geht, als um ihr Modelpotenzial. Angeblich würde den Kandidatinnen auch von der Produktion nahegelegt, ihr persönliches Schicksal öffentlich zu teilen. Laut Heine... Das ist halt traurig. Ich meine, wenn man das nehmen muss, dass die Quoten stimmen, das hasse ich wirklich. Also das ist so traurig, wenn man so perfide... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das ist echt nicht schön. Versprach man einer Teilnehmerin sogar, dass sie es bis ins Finale schaffen würde, wenn sie ihre persönliche Geschichte vor der Kamera erzählt. Doch inwieweit profitieren eigentlich die Mädchen von der Show? Wartet danach die große Modelkarriere auf die Siegerin? Diese Frage kann man wohl in den meisten Fällen mit Nein beantworten. Denn kaum eine der Siegerinnen kann man bisher als internationales Topmodel bezeichnen. Zwar konnten einige wenige von ihnen, wie Lena Gerke, im deutschen Showbusiness Fuß fassen, doch die gefeierte Modelkarriere blieb ihnen bisher verwehrt. Das könnte auch an dem Modelvertrag mit 1/1 Fab liegen, den die Finalistinnen bisher unterschreiben mussten und der immer wieder für reichlich Zoff sorgte. Ehemalige Finalistinnen bezeichneten ihn sogar als Knebelvertrag, an den sie auf die Dauer von 2 Jahren gebunden waren. Der Vertrag mit der Agentur von Günther Klum sah kein Kündigungsrecht vor und den Model... Och,
da wird die Vetterlwirtschaft. Da wird sogar noch der Vater bereichert dran. Also das ist einfach nur traurig sowas, wirklich. Das ist wahrscheinlich so noch gar noch eine Bedingung, dass sie überhaupt mitmacht oder ihren Namen dafür hergibt, dass sie noch in den Vertrag von dem Vater müssen. Das ist... Nein. Es wurde lediglich ein kleines Festgehalt ausgezahlt, während der Großteil der Gagen einbehalten wurde. Außerdem hatte die Agentur das Exklusivrecht und den Models war es angeblich nicht gestattet, auf eigene Faust nach neuen Jobs zu suchen. In diesem Jahr hat Jurychefin Heidi Klum allerdings zum ersten Mal... Das heißt, sie müssen alles tun, was ihnen der Herr Klum oder halt ProSieben vorgibt. Das ist halt einfach, ja, das erinnert mich ein bisschen ähnlich wie der SDS. Das ist einfach alles ein abgekartetes Scheißspiel. ...auf die Zusammenarbeit mit ihrem Vater verzichtet und von einem Modelvertrag als Siegesprämie ist ebenfalls keine Rede. Doch auch der Vertrag, den die Kandidatinnen mit ProSieben unterzeichnen müssen, soll es in sich haben. Darin ist nämlich das nicht sowieso. Nur von einer absoluten Schweigepflicht die Rede. Die Teilnehmerinnen sollen sich sogar dazu verpflichten, ihre privaten Instagram-Kanäle aufzugeben und nur noch Beiträge über die offiziellen GNTM-Accounts zu teilen. Aber anstatt selbst entscheiden zu dürfen, was sie darauf posten möchten, soll angeblich alles mit der Produktionsfirma abgesprochen werden. Das behaupten zumindest ehemalige Teilnehmerinnen wie Bruna Rodriguez, die 2018 an der Show teilgenommen hat. Demnach seien sie gezwungen worden, wie echte Influencer aufzutreten. Angeblich sollten sie sogar Produkte bewerben, hinter denen sie gar nicht stehen würden. ProSieben bestreitet zwar die Vorwürfe, doch welche Rolle die Instagram-Accounts spielen, wurde 2019 deutlich. Als Kandidatin Vanessa nämlich kurz vor dem Live-Finale ihr freiwilliges Ausscheiden verkündete, sperrte ihr ProSieben kommentarlos den Zugriff auf ihren offiziellen GNTM-Instagram-Account, auf dem sie mittlerweile über 240.000 Follower gesammelt hat. Sie wurde sogar blockiert. Das heißt, sie haben sogar das im Griff, sie haben die einfach... Das ist ein Wahnsinn, das ist echt... und hatte somit keine Handhabe mehr darüber, was in ihrem Namen gepostet wurde. Als anschließend auch noch ihr privater Account von Instagram gesperrt wurde, vermutete Vanessa sogar, dass der Privatsender seine Hände mit im Spiel hatte. Das ist Kommen wir was? Zum Schluss aber zu der Frage, wer eigentlich am meisten von der Sendung profitiert. Wie anfangs die schon Klum. Erwähnt, sind Heidi Klum und ProSieben die eigentlichen Gewinner. Denn die machen mit der Show eine ganze Menge Geld. 3,9 Millionen Euro soll ProSieben schon mal mit einer Folge von GNTM verdienen. Mit einer Folge? Kaum eine andere. Kein Wunder, dass die Scheiße einfach bleibt. Für den TV-Sender. Denn Unternehmen zahlen viel Geld dafür, dass ProSieben ihre Werbung während einer Topmodel-Folge ausstrahlt. Ist klar. Das Kosmetikunternehmen L'Oreal soll allein 550.000 Euro bezahlt haben, damit die Werbespots in nur einer einzigen Folge von GNTM liefen. Auch für Heidi Klum lohnt sich natürlich das Geschäft. Das sind ja schon Preise beim Super Bowl. Angeblich soll sie zuletzt 8 Millionen Euro an einer Staffel Germany's Next. Für eine Staffel? Alter, das ist ja insane, Mann. Nie im Leben. Das kannst du mir nicht erzählen, dass die 8 Millionen pro Staffel kriegt. Topmodel verdient haben. Und das war's auch schon mit unserem Video. Gut, den Job würde ich auch machen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von GNTM haltet und ob euch die Methoden hinter der Show überraschen. Ich sag nix. Ansonsten like dieses Video, ja, wenn es passt. Das ist ja 8 Millionen pro Folge, pro Staffel. Alter, und sie wird behandelt wie Gott oder so. Also, ich finde es einfach unmenschlich. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, es wird jetzt nicht jeden Tag ein Video kommen, wahrscheinlich jeden zweiten Tag. Und, ja, das wird sich ein bisschen auflösen in den nächsten Wochen. Mein Computer hat einen Defekt und ich muss jetzt auf einen anderen zugreifen. Ich habe die ganzen Daten nicht hier drauf und es wird auch ein bisschen Änderungen geben am Cut oder so. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wir sehen uns. Ja, das wird schon ein bisschen dauern, 2 Wochen oder so. Und dann geht es wieder wie gewohnt weiter. Also abonniert den Channel trotzdem gern. Lasst ein Daumen nach unten da. Wir sehen uns entweder morgen oder übermorgen zum neuen Video. Bis dahin und ciao.